Hallo und willkommen in der Steinchenwerkstatt. Wir sind hier aktuell in der Panzerwoche. Für die, die es verfolgt haben, ihr habt ja schon den ersten Teil davon gesehen. Sowohl das Unboxing als auch das Review. Im besten Falle sogar das Speedbuild. Und ja, jetzt geht's weiter. Und zwar bisher, nur für die Neuen, wir haben bisher eine Wanne gebaut. Beziehungsweise, wo habe ich den? Wo habe ich den? Wo habe ich den? Weg. Na, sowas nenne ich mal Organisation. Ja. Na gut, dann müsst ihr mir einfach mal glauben, wenn ich euch jetzt erzähle. Kui hui. Mechanicals Master Serie. Der RC-Panzer mit der Artikelnummer 9801. Für Doofe schreiben sie es drauf, wie mich. Ja, hat etwas über 1000 Teile. Und ja, den baue ich hier die Woche für euch auf. Und ja. Hui hui, ich weiß, ich muss es immer wieder erwähnen. Achsen und Achsaufnahmen nicht kompatibel zu Lego oder anderen Klemmbausteinherstellern. Leider, leider, leider. Allerdings Pins und Pinaufnahmen sind kompatibel. Sprich, diese ganzen schönen Paneele könnt ihr gerne weiterverwenden, wenn ihr wollt. Aber dazu hatte ich mich im ersten Video ja schon ausführlich ausgelassen. Könnt ihr gerne nochmal anklicken. Ich werde selbstverständlich unten alles in der Videobeschreibung verlinken. Gar kein Problem. So, was haben wir bisher gemacht? Wir haben die Wanne gebaut, voll gefedert. Ja, hier unten wunderschön sehen könnt, jedes Rad ist einzeln aufgehängt. Sehr schöne Sachen, sowas. Gents Clear Zahnräder hinten, zwei große XL-Motoren drin. Hier vorne ist der Akkupack drin. Alles ist schon vorgeladen. Einschalten, einschalten. Und da geht es auch schon los. Also, er funktioniert, auch der Turm. Dreht sich einwandfrei. Wobei, wenn dann gleich jetzt der Turm drauf kommt, das ist ein Riesenklotz, der ist verdammt schwer. Ihr seht ja, ich habe hier noch einiges um mich rumliegen. Ja, das muss ich alles noch zu dem Türmchen zusammenbauen. Und der ist dann so schwer, dass das kleine Achterzahnrad hier das nicht packt. Also es schafft es schon von der Kraftübertragung her, aber das ist hier zu labil. Das wird, ich werde es euch nachher zeigen, das wird rausrutschen. Das rutscht durch. Ja, der dreht sich in so eine Viertelumdrehung, da macht es nämlich knack. Dann dreht er sich wieder, dann macht wieder knack. Das heißt, das kleine Zahnrad rutscht durch. Das Problem ist bekannt. Viele YouTuber haben es auch schon aufgegriffen und gezeigt, wie man es reparieren kann. Werde ich euch auch anschließend nochmal zeigen. Kein Problem. Weil man muss einfach nur eine kleine Brücke bauen und die Sache ist Piano. Alles gut. So, in diesem Sinne würde ich sagen, lege ich los, mache ich weiter. Und wir sehen uns dann gleich zum Review wieder. Bis gleich. So, und dann sind wir auch schon wieder fertig. Der Bauspaß ist zu Ende. 1276 Steinchen haben wir jetzt komplett verklemmt. Und Modsäumel, ne? Also, Riesenteil. Aber cool. Absolut cool. Ja. Wollen wir mal gucken, was er kann. Einschalten. Einschalten, das hatte ich euch schon im letzten Video gezeigt. Der Akkupack sitzt da vorne drin, da kann man ihn einschalten. Fernbedienung einschalten und. Oh, der Akku ist ein bisschen leer. Ja, der Turm dreht sich also. Er hat leider keine ganz flüssige Bewegung drin, weil das hier hinten mit den Paneelen ein bisschen sperrt. Also der könnte gut, ja, in Sachen ganz normalen Steinchen hätte ich gesagt, eine Plate weiter hoch und die Sache wäre richtig smooth. Leider ist der hier etwas zu flach. Das heißt, hier vorne die Paneele, die schaben dann hier hinten dran, wenn er sich zu weit rumdreht. Aber ansonsten läuft er gut.
relativ geschmeidig. Ich habe mich schon umgebaut, davor war es wesentlich schlimmer. Für alle, die es im Detail interessiert, was ich umgebaut habe, weil hier ist das mit dem Autofokus so ein bisschen, naja, doof. In dem Speedbuild-Video, was auch in der Beschreibung verlinkt ist, beziehungsweise ganz am Anfang des Videos über das i, habe ich euch, da ist auch noch ein Review drin, also auch mein Speedbuild beinhaltet immer ein kleines Review am Bautisch, wo ich dann auch mit der Kamera immer mal ein bisschen genäher, ja, guten Morgen. Nein, ein bisschen näher auf die Modelle eingehe. Da kann ich auch näher ranzoomen, weil hier über die Entfernung ist das ein bisschen tricky, ein bisschen doof. Ich hatte es ja schon ein paar Mal probiert, es hat nicht richtig geklappt, deswegen lasse ich es einfach sein. Man soll ja aus seinen Fehlern lernen, tue ich somit. Deswegen, wenn ihr Detailaufnahmen von den Dingern sehen wollt, die ich hier so klemme, schaltet auch mal ruhig beim Speedbuild rein. Ganz am Schluss ist da mein Review. Unter anderem auch von dem hier. Und von dem hier, das Review fängt mit dem Speedbuild-Video an, so circa bei 12 Minuten 20. Plus minus ein paar Sekunden. Und da gehe ich nochmal mit der Kamera über das Modell selbst, beziehungsweise da seht ihr auch, was ich da für Verbesserungen vornehme. Weil das Ding hat eine ganz, ganz große Schwäche, wenn es so zu euch nach Hause kommt. Nämlich der ganze Turm basiert auf einem Kranz und der Kranz wird von einem 8er Zahnrad angetrieben. Und das rutscht durch. Ja, also der dreht sich, der macht knack, der dreht sich ein bisschen, macht knack, 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 knack und irgendwann ist das Zahnrad hin. Das wollen wir alle nicht. Es gibt, nicht nur ich habe das jetzt schon gemacht, es gibt noch mehrere, die das gemacht haben. Auch ich habe mir das bei anderen abgeguckt, aber es funktioniert. Beziehungsweise ich bin noch einen Schritt weiter gegangen, weil das, was ich so gesehen hatte, na, hier oben geht auseinander, das hat bei mir nicht so ganz funktioniert. Ja, also viele Leute haben da dann einfach nur eine Brücke reingesetzt hier oben, quasi das 8er Zahnrad, das steht so zwei Bricks hoch und dadurch ist das oben sehr instabil. Ja, das wackelt dann oben hin und her und dadurch, ja, wenn Druck auf den Kranz kommt und der das weitergibt an das Zahnrad, knackt das. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Deswegen einfach, da ist nämlich so ein Achsstopper drin, rausnehmen, ein Liftarm drüber, den kann man gut noch mit Pins festmachen, oben das Zahnrad wieder drauf und oben ist alles Piano. Ich bin allerdings hergegangen und habe die Achse noch ein bisschen weiter runtergeschoben, weil die ist auch noch ein bisschen länger. Ich habe die weiter runtergeschoben und habe von unten auch nochmal verstärkt. Ja, also diese, ich habe in die Mitte einen Liftarm gesetzt, beziehungsweise 1, 2, 3 nochmal als Verstrebung gegengekontert, damit das Ding richtig fest ist. Und da in der Mitte, da guckt die Achse raus, also das ist die Turmachse, die nach oben geht und den ganzen Turm dreht. Somit ist die jetzt von oben unten fixiert, kann nirgendwo mehr hin und die Sache läuft. So, ansonsten, ich hatte ja gesagt, ich werde ihn ein wenig pimpen bezüglich, ja, am Sonntag kommt das Video, wo ich den gegen meinen Bruder antreten lasse und da wollen wir doch mal gucken, ob das was bringt, was ich hier so gemacht habe. Ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht. Ich habe lediglich von dem Eumel, den kennt ihr ja. Den habt ihr auch schon mal bei mir im Garteneinsatz gesehen mit den Gumminoppen drauf. Dann haben die einfach wesentlich mehr Grip. Damals, ich hatte mir allerdings auch schon neue Gumminoppen bestellt. Ich warte noch auf die Lieferung. Also habe ich die mal kurz da rausgenommen. Und wie ihr seht, hier genoppt. Damit er einfach ein bisschen mehr Grip hat, nicht durchdreht. Weil ich habe auch noch die Zahnräder verändert hier hinten. Ja, da hatte ich ja anfangs auch einen Baufehler drin. Zum einen der Anleitung geschuldet, zum zweiten mir geschuldet. Aber das habe ich jetzt auch alles korrigiert. Die sind jetzt richtig rum. Und anstatt der Übersetzung von klein auf groß, was das Ding ja langsam, aber kraftvoll macht, bin ich jetzt von klein auf klein geblieben. Teile liegen übrigens alle bei. Auch für die Umbauten, die ihr braucht, liegt alles mit dabei. Aber wie gesagt, jetzt bin ich hier von klein auf klein. Das heißt, ich habe einen Ticken mehr Geschwindigkeit drauf. Es ist nicht viel, es sind die XL-Motoren, die sind ein bisschen langsamer als die L-Motoren, aber dafür kraftvoller. Zu den Motoren, er hat hier zwei XL-Motoren, ja, rechts und links für die Kette jeweils.
Dann ist ein L-Motor verbaut innen drin, der den Turm dreht. Und ein weiterer L-Motor ist verbaut. Den kann man sogar ein wenig sehen. Hier vorne. Der treibt nämlich den... Oder der sorgt dafür, dass der ganze Panzer auch schießen kann. Ja, das ist letztendlich kein Geheimnis. Er hat leider nur einen Schuss. Ich weiß schon, der von meinem Bruder, der wird 5 oder 6 Schüsse haben, 6 Schüsse. Hat er leider nicht, der hat kein Magazin drin, der hat nur so einen Federspanner drin. Ja, kennt ihr bestimmt alle aus den verschiedensten Sets, gerade bei Star Wars Sets ist ja auch sehr, sehr viel drin. Ui, und weg ist es. Einen habe ich noch. Ja, wird einfach nur durch so eine Feder hier drin gespannt. Und sobald da hinten irgendwas passiert, na, machen wir es mal so, dann fliegt er raus. Und dass da hinten irgendwas dagegen kommt, das übernimmt hier drin den Liftarm, der wird von dem Motor angetrieben und mittels Feder wieder zurückgezogen. Aber leider nur ein Schuss. Und es ist auch immer mühselig, den zu laden, weil man muss das hier alles einstecken. Irgendwie vorsichtig reinsetzen. Und dann kann man schießen. Ja, denkst du. Ui, da war's. Ja. Ja, so viel zum Schießen. Wie gesagt, es ist leider nur ein Schuss. Leider, leider, leider. Ein Magazin hätte mir wesentlich besser gefallen. Auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht, wie man sowas umsetzt. Ich habe den Kaderpanzer selbst die Innereien noch nicht gesehen. Vielleicht kann man sowas hier noch nachrüsten. Ich werde mal bei meinem Bruder ein bisschen spionieren. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Riesentrümmer, tolle Teile. Wer keine Panzer mag, gerne umbauen. Prima Schlachtset. Mal abgesehen von den Achsen, altbekanntes Thema, ist noch ein altes Set. Achsen und Achsaufnahmen nicht kompatibel. Aber ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt erzählt habe. Wahnsinnig oft. Aber man muss halt auch aufpassen, ja. Bei mir ist jetzt auch passiert, meine Kinder haben zum Beispiel diesen blauen Geländewagen zusammen in die Lego-Kiste geschmissen und das Ding ist, ja, teilweise zerflettert. Und jetzt liegen die ganzen Achsen dazwischen meinen Legos rum. Also zwischen den anderen Klemmbausteinen. Und die sind ja nicht kompatibel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwas am Bauen bin, am Probieren bin, passt es nicht. Ich muss immer erst probieren. Deswegen haltet es Sorten rein, seid ihr safe. Außer diese Paneele hier oder die Liftarme, die keine Kreuzaufnahme haben. Die könnt ihr bedenkenlos wirklich in die anderen Kisten dazuschmeißen oder was anderes damit umbauen. Das ist kein Problem. Die Pins sind kompatibel, die Liftarme sind kompatibel. Einzig und allein geht es hier um die Achsen und deren Aufnahmen. Selbstverständlich. Ja. Was haben wir noch dazu zu sagen? Akkugröße wollte ich noch ansprechen. Und zwar, der hat einen kleinen Akku von 600 mAh. Ja, sprich, das ist nicht viel. Das wird wahnsinnig schnell leer sein. Aber das Schöne ist, ihr könnt ihn mittels USB an jedem Laptop, Computer, Handy, Ladegerät aufladen. Also quasi fast immer, überall und zu jeder Zeit. Das ist das Schöne dabei. Die Farbe finde ich auch toll. Also dieses Tan, das hat was. Das hat was. Ja, haptische Fernbedienung, ganz wichtig. Nichts über App oder sonst irgendwas. Haptische 2,4 GHz Fernbedienung. So soll es sein, das ist gut. Und das ist der ganze Zeug, was wir übrig hatten. Eine ganze Menge. Ja, also einige Achsen, Achsverbinder, Zahnräder, diese TransClear Zahnräder. 4 Stück an der Zahl. Normalerweise 2 große, 2 kleine. Wie gesagt, ich habe die 2 großen jetzt aus dem entnommen, habe dafür 2 kleine reingesetzt, damit er ein bisschen schneller wird. Ich hoffe, dann mit dem vollen Akku bewahrheitet sich das auch. Ihr werdet sehen. Hier sind noch diese Gummistopfen, die ich noch dazugelegt hatte. Ein großes Panel ist übrig geblieben. Liftarme, TransClear Achsen, ja, Achsen mit Endpunkt, wahnsinnig toll.
Und ich hatte ja auch mal gesagt, dass die sind nur bedingt kompatibel. Also nicht ganz kompatibel sind sie nicht, ja, die Achsen, aber wenn ihr zum Beispiel eine Vorrichtung habt, wo ihr dann irgendwas brückt, ja, sprich, das wäre die Kuriosity und Nummer angenommen, das hier ist dann die Lego-Seite. Sobald die so zueinander kommen, funktioniert das auch alles wieder und die können gemischt werden. Ihr müsst halt nur gucken, dass die Zahnräder oder die Achsaufnahmen und die Achsen Kuihui intern bleiben und die anderen dann bei den anderen intern bleiben. Aber sobald ihr eine Übersetzung irgendwie bekommt, könnt ihr danach mit anderen Bauteilen weitermachen. Das ist gar kein Problem. Das greift alles ineinander über, weil die Zahnräder haben die gleiche Anzahl Zähne. Kein Problem. So, ja, ich werde mal meinen Akku ausbauen und ans Ladegerät hängen. Auf das wir dann. Schön fahren können. Er kommt fast ganz rum. Und hier hinten reißt es dann die Paneele auseinander. Aber wie gesagt, das ist einfach nur der Höhe zu schulden. Ein Ticken mehr, ein Loch mehr nach oben gesetzt und das Ganze wäre ideal gewesen. Aber nichtsdestotrotz für den Preis, also ich glaube, also ich hatte ihn damals für, ist jetzt schon ein knappes Jahr her, für 130 Euro geholt. Ich glaube, ich habe ihn jetzt gesehen schon für 100 Euro teilweise im Netz. Ganz genau habe ich noch nicht geguckt, aber ich meine so 100, 110 Euro, da bekommt ihr den teilweise schon. Auch er hat noch die blaue Pinnseuche. Wobei, das MG hier oben ist auf einem schwarzen Pin gelagert. Auf einem schwarzen 3L-Pin. Unfassbar aber wahr. Das ganze Set hat einen schwarzen langen Pin drin. Warum nur einen? Aber egal, er ist da. Wir freuen uns drüber. Besser als nichts. So, machen wir es wieder drauf. Aber auch da habe ich mir welche bestellt. Da kriege ich bald neue. Und dann kann ich in Zukunft auch meine Sets mit schönen schwarzen Pins bauen. Ja. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen, außer ihr kennt. Lasst mir ein Like da, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo. Umso besser. Wir haben ja mittlerweile die 100 überschritten. Sprich, die nächste Marke wollen wir jetzt auch. Und ja, in diesem Sinne, gutes Klemmen da draußen. Daumen hoch, Abo. Schreibt was in die Kommentare. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis denn. Gutes Klemmen da draußen. Ciao.